Ja, also meine Idee ist Credere. Und letztlich, jeder von euch kennt den Spruch, Geld regiert die Welt. Aber ich denke, es geht auch anders. Das heißt, ich habe damals in der Bank gearbeitet und habe mir dann die Frage gestellt, okay, wie funktioniert das ja eigentlich? Also ich war im Backoffice, habe Softwareentwicklung dort mitgemacht und habe mir gedacht, okay, wo bekommt die Bank jetzt eigentlich das Geld her und wie funktioniert dieses ganze Wirtschaftssystem? Was machen wir da? Und welche Rolle spielt das Geld tatsächlich? Und was ist der restliche Teil von Wirtschaft, mit dem wir in Berührung kommen? Und vor allen Dingen, was glauben wir über Wirtschaft zu wissen, während wir sie benutzen? Und was funktioniert tatsächlich komplett anders? Und da ist das Spannendste beim Geld, dass die meisten Menschen Geld benutzen, aber sich wenig Gedanken darüber machen, wo kommt Geld her, wo geht es hin und wie wird es tatsächlich von anderen benutzt. Das heißt, jeder meint, Geld wird selbstverständlich von mir so benutzt wie von jedem anderen auch. Aber das stimmt nicht ganz, weil das, was ich so am stärksten im Studium überhaupt nicht behandelt gesehen habe, war tatsächlich der Konflikt, der daran besteht, wenn man die Zahlung, also wenn man die Funktionen von Geld nochmal klassisch aufzählt. Wir haben die Preisfunktion, das steht halt an den Waren. Und dann haben wir die beiden Funktionen Zahlungsmittel und Wertspeicher. Das heißt, es ist ja schön, ich kann Geld ausgeben oder ich kann es sparen. Aber der Widerspruch, der da drin steht, zu sagen, Moment, also wenn ich das in den Tresor lege, dann liegt das Ding da drin. Und dann ist die Zahlungsfunktion gestrichen. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch. Das heißt, wenn ich das, so als ITler bin ich ja Systemtechniker, ich denke groß, ich denke, was ist, wenn ich das System ans Limit führe? Das heißt, wenn ich sozusagen das schlechtmöglichste Verhalten anwende. Und wenn ich das jetzt beim Geld mache, also alle packen ihr Geld in den Tresor und keiner gibt es mehr aus. Was ist morgen? Futsch. Das heißt, unsere ganzen Konsummöglichkeiten brechen zusammen, ihr verliert alle eure Arbeitsplätze, weil kein Geld mehr reinkommt. Das heißt, im Geld ist ein Mechanismus implementiert, der genau das Gegenteil macht, wofür Geld eigentlich aus meiner Sicht sinnvoll ist, und zwar als Zahlungsmittel. Das heißt, ich habe mir dann in den Überlegungen abgewogen, welche Funktion ist für mich sinnvoller, ein Wertspeicher oder ein Zahlungsmittel? Und ganz klar, als Gemeinschaft, als interaktive Menschen miteinander, ist für uns das Zahlungsmittel doch wichtig. Und dann ist die Frage, warum benutzen wir es als Wertspeicher? Was machen wir da und warum tun wir das? Und da ist natürlich, wir benutzen Geld nicht als Wertspeicher, weil ich wirklich Werte damit speichern kann. Weil jeder, der sich sofort mal überlegt, was passiert, wenn wir jetzt noch zum Beispiel D-Mark hätten? Okay, die werden aktuell noch angenommen, aber im Regelfall kann ich damit nicht mehr bezahlen. Das heißt, dieses Geld ist letztlich wertlos geworden. Und wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen, von wegen Reichsmark mit den schönen Millionen obendrauf, wenn ich die heute noch zu Geld machen will, dann kriege ich vielleicht 50 Cent dafür. Aber auch nur von Sammlern. Das heißt, Wertspeicher ist eine komplette Illusion. Aber was meinen wir damit? Das heißt, ich kann mit dem Geld morgen noch etwas bekommen. Und zwar morgen kann ich für das Geld etwas bekommen, was mir einen Wert entspricht. Und das ist letztlich das, wo das Geld uns alle zusammenführt. Das heißt, wir geben dem Geld den Wert. Und wenn ich jetzt wirklich hergehen wollte und mir Werte speichern wollte, müsste ich euch alle in den Tresor sperren und in 10 Jahren wieder rauslassen, wenn ich was von euch brauche. Das wäre natürlich blöd, weil in 10 Jahren würde ich den Tresor nicht aushalten. Also ist diese ganze Wertspeicherfunktion eigentlich totaler Käse. Und deswegen bin ich dann hergegangen und habe mir überlegt, okay, ich will ein ganz anderes Geldsystem haben. Und ich verzichte auf den Wertspeicher und sage, ich möchte ein Geld haben, wo nicht der Mensch für das Geld arbeiten muss, was ja im Endeffekt die Regel ist, weil Geld arbeitet nicht, es kann überhaupt keine Arbeit verrichten, das könnten nur wir machen. Und deswegen zu sagen, okay, Geld soll den Menschen dienen. Das heißt aber, Geld muss zuerst da sein. Das heißt, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, bevor ich irgendetwas einkaufen möchte, Bildung genießen möchte oder ob ich einer bestimmten Arbeit nachgehe, selbst bevor ich arbeite, brauche ich Geld, damit ich überhaupt zur Arbeit gehen kann. Und deswegen ist für mich der Gedanke, der erste Punkt, das Geld beginnt mit dem Menschen. Das heißt, wenn der Mensch geboren wird, wird das Geld wie ein natürliches System beigefügt und sagt, okay, hier ist da ein bisschen Geld, du bist jetzt da, Geld ist auch da, mach was mit. Weil das ist ja der Sinn. Dann kann erst die Wirtschaft überhaupt für mich tätig werden, weil im Moment, wenn ich kein Geld habe, interessiert sich die Wirtschaft überhaupt nicht für mich. Das heißt, noch schlimmer wird es, die Wirtschaft interessiert sich, selbst wenn ich Geld habe, nicht wirklich für mich, sondern die interessiert eher, wie sie mehr Geld bekommt. Und wenn ich nicht genug habe, bin ich auch außen vor. Und deswegen geht es dann darum, eben zu sagen, jeder von uns bekommt mit der Geburt das Geld und dann können wir auch in einem
System, das wir Marktwirtschaft nennen und so kapitalistisch orientiert sind, dann können wir damit auch arbeiten, weil dann dient es ja uns. Das heißt, wir gehen nicht in das Rädchen und machen dann, okay, ich arbeite jetzt und muss mir erstmal Geld verdienen, weil das Schlimmste aus meiner Sicht ist, wir gehen arbeiten nach, um Geld zu bekommen, damit wir das, was wir brauchen, bekommen können. Aber die Ressourcen, die wir verschwenden, nur für eine sinnlose Arbeit, um Geld zu verdienen, das ist immens. Also diese Umweltvernichtung oder Verbrauch, der ist Wahnsinn. Und deswegen, heutzutage, wir können Geld elektronisch erzeugen, es wird sowieso größtenteils elektronisch erzeugt, das kostet uns so gut wie keine Ressourcen. Und dann ist es aber wichtig, weil natürlich ist diese Menge beschränkt. Weil wenn ich jedem jetzt unendliche 10 Millionen zur Verfügung stelle, dann könntet ihr mit dem Geld auch nicht mehr was machen, weil keiner weiß, oh, so viel Geld und so weiter. Dann hätten wir auch sowas wie Inflation und ich hätte keine Zuordnung, wie viel bringt das. Deswegen ist es eigentlich eher nur wichtig, dass die Menge, die ich jedem zuordne oder die jeder automatisch dann letztlich bekommt, begrenzt ist. Und weil ich ein Mensch bin, der gerne die Freiheit liebt, möchte ich auch dieses System freiheitlich strukturieren. Das heißt, nicht wir setzen uns hin, machen einen großen Beschluss, einen großen Palaver und dann so Mehrheitsabstimmung 51% ja, 49% nein oder andersrum, was dann blöd wäre, sondern wir machen das einfach mit den Menschen, die es wollen. Das heißt, wir machen als kleine Gruppe erstmal, machen diese Komplementärwährung, heißt es dann, weil wir schaffen den Euro nicht ab. Die den Euro benutzen wollen, sollen den benutzen und wir verwenden Kredite. Und jeder bekommt am Anfang erstmal 100 Kredite. Ziel ist es, dass die Kaufkraft 1 zu 1 bleibt. Das heißt, es ist so, als ob jeder von euch 100 Euro bekommt. Später, wenn dann immer mehr Menschen in Deutschland zum Beispiel mitmachen und von den 80 Millionen etwa 40 Millionen mitmachen, dann wachsen wir bis auf 500 Kredite im Monat und danach, wenn sozusagen alle mitmachen, bis auf 1000. Also 1000 wäre das Maximum, wenn ja, die ganze Bevölkerung eines Landes mitmacht. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, weil es ist nicht auf Deutschland beschränkt. In dem Moment, wo wir so diesen elektronischen, eben so diese kleine Plattform haben, können wir das sofort weltweit öffnen. Das heißt, es kann in Griechenland benutzt werden, in Frankreich, in den USA, in China, in Indien. Es ist vollkommen egal, wo das dann benutzt wird. Das Spannende sind die Implikationen, die dadurch kommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Ideen, die man da anknüpfen könnte, zu sagen, was passiert dann eigentlich? Was passiert, wenn eine Näherin in China dieses Grundeinkommen letztlich bekommt? Das heißt, die würde, selbst wenn sie die erste Chinesin ist, etwas bekommen wie 100 Euro im Monat geschenkt. Ob die dann noch in dieser Nähfabrik arbeiten müsste, zu den Konditionen, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, deswegen so dieses allein so dieser kleine Baustein, ein Geld sozusagen in Umlauf zu setzen, das jederzeit erzeugt werden kann, in diesem Form, wie ich es gerade beschrieben habe, würde ganz, ganz viele Implikationen, wo wir heute ziehen und kämpfen und Leute irgendwie aus schlimmen Situationen befreien müssen, würden fast automatisch aufgelöst werden, weil die Menschen ja plötzlich eben mit Geld versorgt sind und dann ihre Bedürfnisse befriedigen können. Das heißt, deswegen mit wenig Aufwand, ohne gegen bestehende Strukturen kämpfen zu müssen, einfach Alternativen nutzen. Und das heißt, die mitmachen, machen mit. Und noch eine Ergänzung dazu, wenn der Mensch stirbt, stirbt auch das Geld. Weil es soll dem natürlichen System nachempfunden werden. Und so wie es hier sozusagen monatlich dann geschöpft wird, erzeugt wird, ist es hier, wird es anteilig vernichtet. Also es wird nicht alles komplett in dem Moment gelöscht, wenn die Person stirbt. Weil wir wissen ja gar nicht, wo das Geld hingekommen ist, was er bekommen hat. Das kann ja bei ganz, ganz vielen Leuten gewesen sein. Vielleicht hat er es auch behalten, weil er es nicht ausgegeben hat. Deswegen funktioniert Geldvernichtung so, dass es prozentual vernichtet wird. 1% im Monat wird gelöscht. Und zwar wirklich gelöscht. Es wird nicht irgendwie eingesammelt und wieder umverteilt, sondern es wird einfach wieder vernichtet. So wie es hier am Anfang im Computer erzeugt wurde, wird hier einfach das Ding in den Papierkorb geschoben und einmal löschen gedrückt, sozusagen. Und das in der ganzen Systematik. Das heißt, wenn ich mir das dann anschaue, zu sagen, ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, dann anzuknüpfen. Weil heute, auch wenn ich hier in Würzburg aktiv bin und sehe, was für viele Initiativen und so weiter, und das Erste ist, ja, ich brauche Leute. Und ich brauche Leute, die Zeit haben. Und haben die Leute Zeit? Nee. Die jagen alle im Endeffekt dem Geld hinterher, in Jobs, die sie nicht machen wollen. Und sie kommen da nicht raus. Weil sie können nicht einfach sagen,
ja, jetzt habe ich mal, mache ich mal eine Monatpause, eine Jahrpause, 5 Jahre Pause. In der Hinsicht bin ich gerade so noch ein bisschen in einer privilegierten Situation. Ich habe als Freiberufler gut verdient und habe mir ein paar Jahre Auszeit genommen, wo ich jetzt eben dabei bin, um dieses System nicht nur als Idee zu verbreiten, weswegen ich heute hier bin, sondern es tatsächlich auch in die Umsetzung zu bringen. Das heißt genau, dieses elektronische System, damit sozusagen diese Karte, also ihr könnt es mal durchgeben, sozusagen nicht bloß ein Muster bleibt, sondern dass sie tatsächlich wie mit der EC-Karte, mit der ihr heute unterwegs seid, einfach losgehen könnt und damit im Laden arbeiten könnt. Ja, soweit zu der Idee. Und das war alles in Kurzfassung. Also hier könnt ihr noch so ein paar technische Details und weitere Informationen nachlesen oder gerne auch mit mir noch direkt Kontakt aufnehmen. Und ja, vielen Dank. Okay.